Tag auch und hallo auf dem Kanal Taubenblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man den DJI Osmo Pocket mit dem Touchscreen bedient. Danach sollt ihr in der Lage sein, auch ohne die Nutzung von dem Handy alle Einstellungen an dem DJI Osmo Pocket vornehmen zu können, um ihn einfach schnell Plug and Play in Bedienung zu nehmen. Okay, bleibt dran, nach diesem kleinen Einspieler geht's los. So, dann will ich euch einmal die Bedienung des DJI Osmo Pockets mit dem Touchscreen näher bringen. Dazu schalte ich den einmal ein. Okay, in der Grundeinstellung sieht man jetzt, dass oben auf Videokamera eingestellt ist mit einer Auflösung von 4K bei 60 Frames. Direkt hier oben. Batteriesymbol. Und wir haben momentan noch eine Aufnahmekapazität von 52 Minuten und 2 Sekunden auf der SD-Karte. Ja. Die Haupteinstellung kann man machen, oder das, was man öfter braucht, durch einfaches Hochwischen am Display von unten nach oben. Ihr seht, dann ist oben der kleine Strich. Fangen wir von links nach rechts an. Hier ist einmal das Zentrieren. Wenn der nicht dezentriert ist, dann passiert natürlich nichts. Dann habe ich hier die Möglichkeit, schnelles Folgen zu drücken oder langsames Folgen. Das heißt, wie schnell der Gimbal der Bewegung folgt. Um möglichst weiche Übergänge zu kriegen, habe ich ein langsames Folgen und dann hängt der Gimbal in seiner Drehung natürlich noch etwas nach. Beim schnellen Folgen geht es deutlich schneller. Und dann habe ich oben rechts die Möglichkeit, in den Selfie-Modus reinzudrehen. Auch das ist nichts Neues. Und ich habe unten die Möglichkeit, 3 weitere Einstellungen für den Gimbal zu machen. In der Einstellung ist der Gimbal gesperrt, das heißt, der auf dem Horizont ausgerichtete Gimbal bleibt in der Stellung, egal in welche Richtung ich den Griff neige. Der Gimbal versucht immer wieder den Horizont gerade zu halten. Diese Einstellung nennt sich First Person View, das heißt, der Gimbal nimmt aus meiner Sicht auf. Das kann man gut nutzen, um halt sehr actionreiche Aufnahmen zu simulieren, wenn man auf einer Achterbahn ist oder sowas. Letztendlich würde der Gimbal auch Drehungen mitmachen, sodass das Bild etwas schräg ist, was natürlich im normalen Bereich nicht wäre. Und dann die letzte Einstellung heißt Folgen. Das heißt, der Gimbal folgt der Bewegung, die ich mit dem Griff mache, um auch mal Schwenks nach oben oder nach unten durchführen zu können. Ich zoome noch einmal raus, um euch 2 Sachen zu zeigen. Zum einen, der rechte Knopf ist zum Starten der Kamera, beziehungsweise auch zum Ausschalten. Der linke Knopf ist natürlich zum Aufnehmen. Wenn ich den rechten Knopf einmal drücke, wechsle ich zwischen Foto und Video in der jeweiligen Einstellung hin und her. Zweimaliges schnelles Drücken zentriert den Gimbal neu. Das hat dieselbe Funktion wie oben das Zentrieren. Dreimaliges schnelles Drücken wechselt zum Selfie-Modus. Weiter geht's dann im Menü, wenn man von oben nach unten wischt. Hier kommt man zunächst in die Einstellungen für den Gimbal. Oben links ist eine Information über den Akku. Rechts daneben die Taste, um den Gimbal ganz neu zu kalibrieren, wenn er auf einer ebenen Unterlage stellt. Links unten kann man die Neigungssteuerung an
beziehungsweise ausschalten. Ich demonstriere das jetzt einmal. Dazu sieht man rechts an der Seite so einen hellgrau unterlegten Balken am Bildschirmrand. So, wenn man den nach oben bewegt, geht der Gimbal aufwärts. Wenn man den Balken nach unten bewegt, man sieht es auch links in dem Fenster, geht der Balken langsam runter. In der Mitte ist er grün. Und so hat man die Möglichkeit, den Gimbal nachzujustieren. Auf der rechten Seite ist dann die Möglichkeit festzulegen, wann sich der DJI Osmo Pocket ausschalten soll. Nach einer Minute, 5 Minuten, 10 Minuten oder einer Viertelstunde durchdrücken und die Möglichkeit eben entsprechend die Einstellung zu machen. Weiter nach rechts haben wir eine Information über den freien Speicher der eingelegten SD-Karte. Dann rechts hat man die Möglichkeit, angestecktes DJI-Zubehör einzuschalten. Unten links die Möglichkeit, eine Anti-Flimmer-Frequenz einzustellen, eben ob wie in unserem Fall im europäischen Ländern 50 Hertz auf der Stromleitung liegen und dementsprechend Lampen mit 50 Hertz bzw. 60 Hertz flimmern. Ja, und rechts haben wir nochmal die Möglichkeit, zu dem DJI Osmo selbst Einstellungen vorzunehmen. Wir können ihn komplett auf Werkseinstellung zurücksetzen. Wir können die Sprache ändern. Wir haben in dem unteren Bereich Geräteinfo, wo die aktuellen Firmware bzw. Software Stände enthalten sind. Hier jetzt die Firmware zum Gimbal, zur Kamera. Nein, da ist jetzt der Gimbal, die Seriennummer und zum Akku. Ja, das war der Bereich, wenn wir auf Standard drücken. Wir haben aber, wie ihr seht, unten 4 Punkte. Wir sind jetzt auf den zweiten von links. Wir können noch ein dann nach rechts. Da haben wir die Möglichkeit, die Qualität in Superfine zu ändern. Wenn wir jetzt die in Superfine ändern, schreibt er deutlich mehr Daten auf die Speicherkarte. Dadurch kann es natürlich durch die erhöhte Rechenleistung wärmer werden. Das möchte die Kamera dann auch einmal bestätigt haben. Dann ist die Qualität auch entsprechend auf Superfine eingestellt. Nach rechts haben wir die Möglichkeit, die Anzeige des Touchscreen als viereckig bzw. im Format 16 zu 9 umzuschalten. Bei der Umschaltung 16 auf 9 entstehen halt oben und unten schwarze Balken und das Bild ist halt in einem 16 zu 9 Format eingeblendet. Ich stelle es wieder auf viereckig und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Touchscreen, das Display in 3 unterschiedlichen Helligkeiten einzustellen. So ist es ganz hell, dunkel und mittelhell. Ja, soweit die Einstellung von oben nach unten. Ganz schnell können wir einmal machen, wenn wir nach rechts wischen. Da sehen wir die bis dahin gedrehten Videos bzw. gemachten Aufnahmen. Die können wir durchscrollen und auch die Aufnahmen selbst anklicken. Und wenn wir von rechts nach links wischen, da haben wir die unterschiedlichen Einstellmodi von der Kamera. Ganz oben fängt es an mit dem Fotomodus. Ihr seht, rechts haben wir nochmal Punkte, das heißt, wir haben da ein Untermenü. Da haben wir einmal die Möglichkeit, die Kamera in dem 16 zu 9 Format einzustellen oder das gemachte Bild 4 zu 3 oder 3 zu 2 und auf der rechten Seite die Möglichkeit, einen Selbstauslöser zu aktivieren für 3 Sekunden, 5 Sekunden oder 7 Sekunden. Wir sind jetzt im Fotomodus oben, der Smiley ist dieselbe Anzeige von dem Superfine, das sieht im Fotomodus halt so aus, die Umstellmöglichkeiten. Super fein und fein.
Unterm Fotomodus ist der Videomodus. Auch da seht ihr wieder, haben wir die Möglichkeit, noch in ein Untermenü des Videomodus reinzugehen. Da haben wir einmal die Auflösung in 4K 16 zu 9 oder halt Full HD in 16 zu 9. Und auf der linken Seite haben wir die Möglichkeit, die Frames per Second, also die Bilder, die pro Sekunde im Video gemacht werden, einzustellen von 25 über 30, 50 bis 60 Frames. Jetzt sieht man halt die Einstellung oben wieder. Videokamera 4K 25 Frames. So, unter dem Video haben wir die Möglichkeiten, Zeitlupen zu drehen. Das heißt, wir nehmen mit einer normalen Geschwindigkeit auf und er verlangsamt das automatisch um das Vierfache. Allerdings ist die Aufnahme nur möglich in Full HD und nicht in 4K. Zeigt dann auch an in der Übersicht, dass wir im Slow-Modus sind mit vierfacher Verlangsamung. Interessant wird es im Bereich Zeitraffer. Auch da haben wir die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Zeitraffer zu machen. Wir haben einmal den starren Zeitraffer und den bewegten Zeitraffer. Fangen wir mit dem starren Zeitraffer einmal an. Hier sieht man im unteren Bereich nochmal etwas mehr Zahlen. Wenn wir da draufklicken, sehen wir, wofür die stehen. Links haben wir halt die unterschiedliche zeitliche Differenz zwischen zwei gemachten Bildern und rechts die Gesamtaufnahmedauer. Im jetzigen Einstellungsmodus braucht er 25 Bilder für eine Sekunde. Das heißt, wenn wir 20 Minuten lang aufnehmen, haben wir, wie man unten sieht, einen Gesamtvideofilm von 13 Sekunden erschaffen. Wenn ich die Einstellung so haben möchte, drücke ich auf OK. Wenn ich sie verändern will, kann ich hier die Sekunden hochdrehen, wie viele Sekunden halt zwischen zwei Fotos gemacht werden soll. Ihr seht, unten wird natürlich dann auch die Gesamtvideolänge deutlich kürzer, weil ich dementsprechend weniger Fotos habe, die ich dann für die Gesamtlänge benötigen kann. Auf der rechten Seite kann ich allerdings die Gesamtaufnahmedauer wieder etwas anheben. Das geht letztendlich von unendlich über 5 Minuten bis hin zu 5 Stunden. Wird mit einem OK bestätigt. Damit hat man unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, je nach Objekt, was man in einer Langzeitbelichtung aufnehmen möchte, entsprechend attraktive Videofilme zu machen. Ja, ich sagte ja bereits, wir haben noch die Möglichkeit, einen bewegten Zeitraffermodus einzustellen. Dafür gehen wir einmal auf bewegten Zeitraffer. So, und jetzt sieht man, dass man hier oben mit in dem Fall zwei Punkte setzen kann, einmal einen Startpunkt und einen Endpunkt. Wir gehen hin, händisch packen den Gimbal an mit dem Finger, sagen, das ist der Startpunkt 1, drehen das dahin, das ist der Startpunkt 2 und dann gehen wir auf Start und der fängt am Startpunkt 1 an und macht jetzt alle 7 Sekunden ein Foto über 300 Minuten. Und in der Zeit ist er dann einmal von rechts nach links gewandert. So, ich stoppe den jetzt einmal und wir gehen nochmal in den Panorama-Modus. Der Panorama-Modus hat zwei unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Einmal einen reinen 180-Grad-Modus, da macht er 4 Aufnahmen, setzt sie dann zusammen. Und bei einem 3x3-Modus macht er Aufnahmen, 3 im unteren Bereich, 3 im mittleren Bereich, 3 im oberen Bereich, sodass wir wirklich einen großen Bildausschnitt haben, der sich dann aus insgesamt 9 Aufnahmen zusammensetzt. Allerdings lassen sich die Aufnahmen nicht so ohne weiteres auf den Rechner überspielen, sondern es geht nur durch das Zusammenrechnen der unterschiedlichen Aufnahmen in der DJI Mimo App. Das heißt, man muss nach diesen Aufnahmen immer das Handy angeschlossen haben und dann in der Mimo App diese Aufnahmen übertragen.
Ja, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge erklären und zeigen. Es ist wichtig, dass man den DJI Osmo Pocket auch ohne Handy bedienen kann, weil es einfach flotter geht und schneller geht. Und die wesentlichsten Einstellungen, ihr habt es gerade gesehen, kann man auch eben ganz schnell am Display vollziehen. Ja, zum Fazit möchte ich natürlich sagen, logisch ist so ein kleines Display kein großes, komfortables Display. Und das geht auf dem Handy dann natürlich deutlich einfacher. Aber wenn man das, wie ich, ständig dabei hat, in der Tasche hat und ganz schnell eben mal einen kleinen Dreh, einen kleinen Schritt machen möchte, dann holt man es raus, drückt auf On und kann gegebenenfalls noch was nacheinstellen und schon läuft die ganze Geschichte. Weiter geht's demnächst mit dem Teil, wenn ich den DJI Osmo Pocket an das Handy anschließe und dann über die MIMO App entsprechend die Steuerung übernehme. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr diesen Teil auf keinen Fall. Und ich sage herzlichen Dank für euer Interesse und sage ciao.